Hallo, lieber Aufrufer, hier eine Lichtgeschwindigkeit aus der Südstadt von Köln. Es geht um das Dreidimensionale. Hier ist die dritte Dimension. Kinderspiel. Da ist nämlich der Zugweg. Und hier ist doch das Thema. Hier ist die Bar Formula 1, der sizilianische Familienbetrieb sozusagen. Die spanische Europa-Fußballmeisterschaft, hier nochmal ganz kurz im Kommentar gestern, 4:0 hat Spanien gegen Italien gewonnen in Kiew in der Ukraine. Und das war total sensationell und ich möchte noch mal etwas Fußballerisches hinzufügen. Ich nenne es dreidimensionales Billardspiel, ein Kinderspiel. Spanischer Fußball dieser Art, wie es jetzt mit Del Bosco oder auch FC Barcelona gespielt wird, ist ein Kinderspiel, dreidimensionaler Billard, in dem Sinne, dass die das wirklich als Fußballkinder bereits lernen. Folgende Situation möchte ich mal beschreiben und hier heute Kölnische Rundschau hat Spanien schafft Titel-Triple, Italien im Finale der Europameisterschaft 4:0 gedemütigt. Naja, das ist natürlich wieder so eine Zeitungsbezeichnung. Und dann vielleicht auch nochmal interessant hier Frankfurter Allgemeine Zeitung von heute. Euro-Schuldenstaaten, kurz und gut. Sie haben heute am Montag, dem 2. Juli, das Fußballergebnis vom Abend des 1. Juli noch nicht drin. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, also mit der Fußball-Europameisterschaftsentscheidung Spanien, Fußball-Europameister nicht in der FAZ am Tag danach und hier aber in der Kölnischen Rundschau vom Neven Dumont, Kölner Stadtanzeiger, Kölner Express. Die haben das natürlich sage ich, gut, also hier vom Formula Uno. Die Situation folgendes. Ich finde das völlig irre, dass also das sogenannte Kurzpassspiel mit der wirklich herausragenden Präzision, wie es die spanischen Spieler beinahe alle virtuos beherrschen, an einem Beispiel zu charakterisieren. Nachdem also man diese spanische Erfolgstechnik, Mannschaftslaufspiel analysiert hat und keiner wusste so richtig, wie man gewinnt, haben die also die gegnerischen Mannschaften dann gesagt, ja, wenn man also mit Überzahl im Mittelfeld und dann viel hinläuft und so weiter, die Wege schneidet und die Bälle abfängt und so weiter, kann man das Spiel unterbinden. Da gab es also folgende Situation. Meinetwegen 5 oder 6 italienische Spieler waren an einer Stelle, wo das Spiel sich abspielte, in ziemlich enger Versammlung zusammengelaufen und es war gar kein Spanier da. Und dann war ein Spanier, der den Ball führte, der dann einen Pass spielte, einen Flachpass, inmitten dieser 5 Italiener hinein. Und nun passierte Folgendes. Der Spieler Iniesta, das ist also für mich im Moment der Fußballer überhaupt unserer Tage, der Andres Iniesta läuft in diese Gruppe der 5 italienischen Spieler hinein. Und er läuft in einer Schritttechnik, sodass der Ball sozusagen ihm rechts von hinten kommt und er nimmt den Ball an in diesem Spielerversammlung der italienischen Spieler, die eigentlich den Ball haben wollten, läuft der Iniesta hinein und er trifft sozusagen da, wo der Ball inmitten der italienischen Spieler dann ankommt, kommt auch der Iniesta von links heran, nimmt den Ball, der für ihn von rechts hinten kommt, mit dem linken Fuß an, also immer mit dem Ball fernliegenden Bein, nimmt den Ball an, direkt, spielt ihn sich selbst auf den rechten Fuß, spielt den Ball selbst wieder nach links vorne raus und läuft hinterher und holt sozusagen den Ball aus dieser italienischen Spielergruppe ab und spielt in sich selbst in den freien Raum weiter und hat im Grunde genommen mit 2 Ballkontakten von Schritt zu Schritt diese ganze Gruppe ausgespielt. Und diese Art im Raum, nicht nur bei Flachbällen, das ist schon schwer genug, das machen die also auch mit Volley gespielten Bällen
das kann nicht immer gelingen, quasi dreidimensional, dass die Füße wie eine Billardbande für den Ball spielen und die anderen stehen quasi wehrlos drumherum, können es teilweise noch nicht mal sehen, weil das so schnell geht. Und hier die Laufwege des spanischen Spielers wie ein Kinderspiel eintrainiert sind. Die wissen schon vorher, was passiert, während die anderen überrascht werden. Das ist wirklich enorm. Ich sehe noch nicht, wie man dagegen angehen kann. Und insofern ist hier nicht nur Europameisterschaft, hier der wunderbarste Pizza-Sportler von der Südstadt hat gerade gegrüßt. Ja, also ich bin begeistert davon und finde, das ist auch nicht eine Demütigung, sondern die spanischen Spielanalytiker und Spielkreateure haben ein neues Fußballspiel entwickelt und das können die nun selbst auch als Erster am allerbesten und so ist es fast zwangsläufig, dass sie gewonnen haben. Ich finde das toll hier. Hier war also gestern die große Party, das war alles voll von Leuten, also vielleicht 1000 Menschen hier. Und die Italiener haben sich gefreut, es war ganz wunderbar, aber dann haben sie natürlich am Ende nicht Europameisterschaft gewinnen können und dann war die Party natürlich schließlich nicht mehr ganz so toll. So, hier von der Bonner Straße Zugweg in der Südstadt von Köln mit Spanien schafft das Triple.